Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Lassen Sie mich, bevor wir in die amtlichen Mitteilungen einsteigen, eine kurze Bemerkung machen. Es sind gestern in Hanau zwei Kinder ermordet worden. Ich sage auch ganz deutlich, es passieren immer wieder ganz, ganz schlimme Dinge auf dieser Welt und auch in Hessen. Die Umstände sind noch gar nicht geklärt. Was wie offensichtlich im familiären Hintergrund, die Staatsanwaltschaft ermittelt noch. Aber ich will doch, dass es sich um zwei Kinder handelt. Und ich sage auch, die Stadt Hanau ist wieder davon betroffen. Und ihr gehört auch unsere Solidarität. Und deshalb würde ich Sie bitten, mit mir gemeinsam der beiden Kinder, die ermordet wurden, still zu gedenken. Ich danke Ihnen. So, meine Damen und Herren, Sitzung ist eröffnet, Beschlussfähigkeit ist festgestellt. Zur Tagesordnung noch eingegangen und verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion CDU Bündnis 90 Die Grünen. Treffend Agieren des Rhön-Vorstands, verantwortungslos und so weiter, Einigung zur Anschlussvereinbarung für das UKGM, Drucksache 208459. Dringlichkeit wird bejaht, dann wird es Top 74. Und wir könnten dies gemeinsam mit dem Top 70, dem Dringlichen Antrag der Fraktion Die Linke, aufrufen. Einvernehmen. Dann ist noch eingegangen, Dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Schutzsuchende in Hessen umfangreich unterstützen. Drucksache 208460. Dringlichkeit wird ebenfalls bejaht. Gibt Top 75. Und wenn hier niemand widerspricht, können wir zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 66 mit der Aktuellen Stunde der CDU dies aufrufen und dann am Abend abstimmen. Einverstanden? René? Ja, gut. Dann haben wir den Antrag der Fraktion der FDP Top 45 betreffend Lebensmittelüberwachung nach wie vor unzureichend. Drucksache 208398 soll auf Wunsch der antragstellenden Fraktion mit der Aktuellen Stunde der Freien Demokraten Top 67 aufgerufen und am Abend abgestimmt werden. Auch keiner dagegen. Wir tagen heute voraussichtlich bis ca. 17.45 Uhr, geben Sie sich mal alle Mühe. Eine ca. 60-minütige Mittagspause ist nach Top 34, dem Setzpunkt der AfD, vorgesehen. Anschluss an die amtliche Mitteilung beginnen wir mit der Aktuellen Stunde. Und am Ende der Plenarsitzung stimmen wir wie immer dann über alle Dinge ab. Es fehlen heute entschuldigt Abgeordneter Tobias Utte, Staatsminister Kai Klose, der Vizepräsident Dr. Hahn, Staatsministerin Frau Prof. Sinemus bis 10 Uhr, die Staatsministerin Priska Hinz ab 12 Uhr und die Staatsministerin Angela Dorn ab 18 Uhr. Gibt es weitere Entschuldigungen aus dem Haus? Was sagst du? Ich höre so schlecht. Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Dann können wir das festhalten. Und kurz zum Fußball. Ich glaube, das wollen wir im Landtag ja auch noch mal machen. Wir wollen unsere Eintracht ganz herzlich gratulieren zum Einzug in das Finale. Das ist eine ganz tolle Leistung. Ist eine ganz tolle Leistung und wir wünschen der Eintracht natürlich viel Erfolg dann auch in dem Finale. Und da wir ja insbesondere ich völlig neutral sind, was den Fußball angeht, wollen wir doch erwähnen, dass unsere Bayern zum 10. Mal deutscher Meister geworden sind. Holger Bellino, jetzt klatsch du wenigstens mal, dass wenigstens zwei klatschen wollen wir mit. Wegen die Offenbacher Kickers haben es wieder mal knapp nicht geschafft in diesem Jahr, sind kurz vor dem vor der Meisterschaft dann ein bisschen gestrauchelt. Gibt es einen neuen Anlauf im nächsten Jahr. Irgendwann wird das noch mal klappen. Die Jüngeren unter uns werden das alles noch miterleben. Und dann haben wir am Wochenende noch die Darmstädter
98, die haben noch alle Chance, wenn das ein bisschen gut läuft. Denen wollen wir auch die Daumen drücken, denn wir sind ja auch für alle Teile Hessens, also auch für Südhessen, sind wir zuständig, nicht nur für die Bayern, sondern auch für die Südhessen. Also in Darmstadt dann auch alles Gute am Wochenende. So, und das mündet dann darin, dass irgendwann auch mal wieder die Landtagsmannschaft spielt. Und dann ihre Zeit des Ungeschlagenseins verlängert, nicht beendet, sondern verlängert. Kollege Rudolph hat schon darauf hingewiesen. Also das werden wir auch packen.